Toyota hingegen hat ein Busunternehmen zu viel. Ja, auf die Überleitung bin ich auch ein klein wenig stolz. Es gibt mehr realen Irrsinn von Jens Barkhorn. Das thüringische Gotha hat einen vorbildlichen Nahverkehr. Es gibt schöne alte Straßenbahnen und Busse. Viele Busse. Hier können die Fahrgäste entscheiden, ob sie mit diesem Busunternehmen fahren wollen oder doch lieber mit diesem. Fahrtziel und Fahrstrecke sind exakt gleich. Der Landkreis hat neue Busfirmen eingestellt, denn dem Unternehmen Steinbrück hat er gekündigt. Die Firma Steinbrück meint, für 14, 15, 16 mehr Geld bekommen zu müssen. Und der Landkreis und die AVG hätten aus Steuermitteln eine unbegrenzte Nachschusspflicht. Und wir haben abgelehnt, entsprechende Zahlungen zu leisten. Stimmt gar nicht, sagt Herr Steinbrück. Ich verlange nicht zu viel, ich bekomme zu wenig. Und von so einer Kündigung lasse ich mich doch nicht kleinkriegen. Wir fahren trotzdem weiter. Das lassen wir uns nicht bieten. Wir fahren auf unseren Linien weiter. Und das haben wir ab 1. Januar getan. Da sagt die regionale Verkehrsgemeinschaft, da fahren wir eben mit anderen Bussen einfach hinterher. Sowas lassen wir uns auch nicht bieten. Wir sind Inhaber der Linienkonzession und haben deshalb Unternehmen beauftragt, ab 1.1. für uns zu fahren. Und deswegen fahren jetzt auf insgesamt 11 Linien die Busse immer doppelt. Wem der erste Bus nicht gefällt, der nimmt einfach den zweiten. Die Menschen in Gotha sind wohl ein bisschen überfordert wegen der großen Auswahl. Den einen sitzen dreimal drin und den anderen, der ist total leer. Also das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch, was sie da machen. Ganz einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Aber wie lange soll denn der Wahnsinn noch gehen, Herr Steinbrück? Die Genehmigung hat eine Gültigkeit bis in das Jahr 2019, nämlich Juni 2019. Und das werde ich auch einhalten. Das finde ich überhaupt nicht gut, weil zwei Busse, das muss ja irgendeiner bezahlen. Na klar, und zwar Sie, die Steuerzahler. Denn wenn der Herr Steinbrück vor Gericht gewinnt, bekommt er weiter sein Geld. Und auch die neuen Busfirmen müssen bezahlt werden. Und was kosten die pro Monat abzüglich der Ticketpreise? Jetzt sind es wahrscheinlich nach den Kostenschätzungen zwischen 320.000 bis 370.000 Euro. Bus an Bus an Bus an Bus. Damit ist in Gotha lange noch nicht Schluss. Applaus